wieder mit dabei seid. Heute zu einer neuen Folge Our Little Secret. Das ist ja meine Mädchen-Talk-Reihe hier auf YouTube. Und falls ihr die letzte Folge verpasst haben solltet, dann verlinke ich euch die super gerne nochmal hier und in die Infobox. Denn die ist, glaube ich, auch wirklich sehr interessant für jedes Mädchen und kam super gut bei euch an. Es ging dort nämlich um 17 sexy Dinge, die Mädchen unbewusst tun und die Jungs eben süß oder sexy finden. Der Link dazu ist auch nochmal unten in der Infobox. Außerdem packe ich euch nochmal den ganzen Link zur Our Little Secrets Playlist in die Infobox, dann könnt ihr da gerne noch ein bisschen rumstöbern später. Aber heute geht es erstmal um ein sehr spannendes Thema. Und zwar habe ich mir gedacht, wir klären einfach mal gemeinsam die 10 größten Verhütungslügen bzw. Mythen auf. Und ich denke, das ist auf jeden Fall ein Thema, was sehr wichtig ist und was Mädchen als auch Jungs betrifft. Deswegen können heute auch sehr, sehr gerne Jungs zugucken. Und ich würde sagen, wir legen direkt los. Beim allerersten Mal Sex kann nichts passieren. Leider hört man das echt immer wieder, aber das stimmt nicht. Ob beim ersten Mal, beim dritten Mal, beim 50. Mal oder beim 800. Mal. Ganz egal wann, ihr könnt immer genauso gleich schwanger werden. Also die Wahrscheinlichkeit ist immer gleich. Während der Periode kann man nicht schwanger werden. Auch das ist nicht richtig. Wenn man seine Periode hat, dann hat man zwar meistens gerade dann nicht seine fruchtbaren Tage, aber es gibt keine allgemeingültige Regel, kein Gesetz, die das besagt. Von daher kann es immer wieder sein, dass euer Zyklus durch Hormone, durch Stress und so weiter irgendwie doch durcheinander kommt und ihr dann eben doch eure fruchtbaren Tage da habt. Sitzt das Mädchen beim Sex oben, kann es nicht schwanger werden. Das ist auch Unsinn. Dieses Gerücht könnte vielleicht zustande gekommen sein, weil man angenommen hat, dass die Spermien die Eileiter nicht hochschwimmen können und somit dann nicht die Eizelle befruchten können, wenn das Mädchen eben oben sitzt in der Reiterstellung und es deswegen dann halt nicht schwanger werden kann. Aber das stimmt nicht, denn die Spermien können genauso gut hochschwimmen, also wenn der Penis auch oben zeigt, dann können die auch hochschwimmen. Durch Coca-Cola werden Spermien getötet. Nein, also das habe ich auch schon öfters gehört, leider Gottes. Und zwar hat man so gedacht sozusagen, dass man nach dem Sex mit Coca-Cola ausspülen kann und dann die Spermien eben abgetötet werden. Aber dazu ist zu sagen, dass die Spermien, wenn sie einmal in eurem Körper sind, direkt in Richtung Gebärmutter wandern und somit überhaupt nicht mehr in dem vorderen Bereich sozusagen sind, wo die Coca-Cola hinkommen kann. Und deswegen hat das auch überhaupt keinen Sinn, auch wenn in Coca-Cola vielleicht irgendwas enthalten sein sollte, was Spermien tötet. Keine Ahnung, ob das stimmt. Aber auf jeden Fall kommt die Coca-Cola gar nicht dahin, wo die Spermien sind. Mit der Methode vorher rausziehen kann nichts passieren, da er ja vorher rausgezogen wird. Ich höre das selbst immer noch so häufig, traurigerweise muss man sagen, denn das stimmt auch absolut nicht. Denn es ist so, dass beim Sex beim Jungen schon vor dem eigentlichen Samenerguss Sperma austritt in Form von so einem sogenannten Lusttropfen. Und deswegen ist das überhaupt nicht regulierbar. Ganz kurz zwischendurch, ich möchte euch mit diesem Video auf gar keinen Fall irgendwelche Ängste oder Sorgen machen oder so. Ich will einfach nur, dass ihr echt Bescheid wisst, weil das super wichtig ist und weil ich persönlich auch viele von den Sachen irgendwie erst im Nachhinein erfahren habe und ich mir so gewünscht hätte, dass mir das mal jemand als große Schwester sozusagen alles vorher erzählt hätte. Und deswegen hoffe ich, dass das Video auch für euch genau diesen Sinn erfüllt. Wenn es so ist, dann zeigt es mir auf jeden Fall mit einem Daumen nach oben. Zum Thema Kondome, doppelt hält besser. Nein, man könnte das vielleicht denken, weil dieser Spruch auch in anderen Lebenslagen immer gut einsetzbar ist, doppelt hält besser. Aber in diesem Fall funktioniert es absolut nicht, denn wenn man zwei Kondome übereinander zieht, dann verstärkt das nur die Reibung zwischen den zwei Kondomen. Es kann sein, dass die abrutschen, dass ein Kondom platzt und so weiter und so fort. Antibiotika machen hormonelle Verhütungsmittel unwirksam. Absolut richtig. Das ist kein Mythos, das ist dieser einzige hier in diesem Video. Ich wollte ihn aber unbedingt mit reinnehmen, weil ich das sehr wichtig finde und das leider auch viel zu selten angesprochen wird. Wenn ihr wegen einer Krankheit ein Antibiotikum nehmt, dann wird eure Pille während dieser Zeit nicht wirken. Und außerdem ist es mir auch ganz wichtig, dass ihr wisst, wenn etwas passiert, dann gibt es immer noch eine Notfalllösung. Also ihr müsst dann nicht in eine Schockstarre sozusagen verfallen. Es gibt als Notlösung die Pille danach. Eine Verhütungspanne, die vielleicht durch diese Gerüchte oder auch irgendwie anders zustande gekommen ist, kann wirklich jedem passieren. Das ist wirklich absolut menschlich und da braucht man sich auch gar nicht für schämen. Die Pille danach ist auch keine Abtreibungspille oder so, sondern es ist einfach nur eine Pille, die euren Eisprung verschiebt. Das heißt, sie verhindert, dass Spermien und Eizelle überhaupt erst aufeinandertreffen. Das heißt, es entsteht erst gar nichts. Allerdings wirkt die Pille danach nur so lange, bis euer Eisprung noch nicht stattgefunden hat. Und deswegen ist es wirklich super wichtig, dass ihr da extrem schnell handelt, wenn ihr merkt, dass eine Verhütungspanne stattgefunden hat. Es gibt die Pille danach aber rezeptfrei in jeder Apotheke, deswegen sollte das auf jeden Fall kein Problem sein. Auch ein Tampon kann man als Verhütungsmethode benutzen. Oh mein Gott, das ist einfach nur so komisch, dieses Gerücht, wie das überhaupt aufgekommen ist, weil erstens stellt sich wirklich die Frage, wie man mit einem Tampon im Körper Sex haben soll, weil dann ist es ja sozusagen schon
besetzt. Und deswegen ist es eigentlich schon von der körperlichen Voraussetzung her gar nicht möglich. Und auf der anderen Seite ist es auch so, dass Spermien durch einen Tampon durchschwimmen können. Ja, es ist tatsächlich so, dass der Tampon kann zwar das Blut aufnehmen, aber Spermien und andere Bakterien oder Viren kommen durch den Tampon hindurch. Die Pille ist das sicherste Verhütungsmittel überhaupt. Nein, das stimmt heutzutage auch überhaupt gar nicht mehr. Ein ganz, ganz großer Minuspunkt bei der Pille ist auch, dass sie überhaupt nicht vor übertragbaren Krankheiten wie zum Beispiel AIDS schützt. Ich meine, das ist bei allen hormonellen Verhütungsmethoden so. Da hilft wirklich nur das Kondom, das muss man einfach sagen. Ich kann auch gerne mal ein ganzes Video darüber drehen, falls ihr daran Interesse habt, an Alternativen zu Verhütungsmitteln. Wenn ja, dann zeigt es mir mit einem Daumen nach oben oder schreibt in die Kommentare Verhütungsmethoden-Video ja. Und jetzt bin ich echt super gespannt, welche Lügen ihr am allermeisten bereits schon mal gehört habt. Also ab damit unten in die Kommentare. Ich liebe es ja eh immer, eure Kommentare zu lesen und ich freue mich sehr und antworte euch auch da. Außerdem, falls ihr die letzten zwei Videos von mir verpasst habt, dann verlinke ich euch die super gerne nochmal hier. Und zwar kommt ihr oben einmal zu meinem letzten Video, das habt ihr auch so gefeiert. Das waren 7 Hacks für gefährliche Lebenssituationen und die Hacks könnten euch eventuell nochmal das Leben retten. Guckt auf jeden Fall da vorbei, es ist echt ein sehr hilfreiches Video geworden. Und hier unten kommt ihr noch zu meinem vorletzten Video und zwar war das eine neue Folge Mädchenfails mit sehr, sehr vielen lustigen und extrem peinlichen Geschichten. Alle Links zu den Videos findet ihr auch unten in der Infobox und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut, ciao!